following talk. I'm happy to introduce Rich Jones. Gun in 60 milliseconds von what he can do in 60 milliseconds Philipp und Christian. And wir sind froh um Feedback auf Twitter mit dem Hashtag C3T. Hi everybody. Hallo zusammen. Thank you very much for having me. Danke, dass ihr alle da seid. CCC for hosting, for you guys for coming out. I appreciate it. My name is Rich Jones. Ich heiße Rich Jones. Ich bin der Founder von Gun.io. Wir machen Freelance Jobs für Hacker. Ich habe auch Zappa erstellt, was ein Framework ist. Und es kann jede mögliche Python-Web-Applikation auf AWS Lambda laufen lassen. Man kann Anwendungen dort bauen. Man kann ungefähr 500.000 Operationen gleichzeitig global abarbeiten. Und ich habe es zuerst vor sechs Monaten bei einem Event bei der Seabase vorgestellt. Und es wird tatsächlich auch von einigen großen Firmen benutzt. Ihr solltet es ausprobieren. Herzlich willkommen zu meinem Talk. Der Titel heißt Gun in 60 Milliseconds. Fancy Titel bekommen einen eine Zulassung bei Konferenzen. So. Eine kurze Umfrage. Wer von den hier Anwesenden ist von ist vertraut mit AWS Lambda? Aha, okay. Eine deutliche Mehrheit. Super. So, wie war das alles früher? Früher würde der Webserver sich zum Datenbankserver verbinden und das wäre mehr oder weniger die ganze Anwendung. Eine einzelne Anwendung, man würde dann auch viele Anwendungen von diesem einen Server laufen lassen. Man könnte dann eine Shell auf dem Server bekommen und so weiter und alle waren glücklich damit. Mit der serverlosen Architektur haben wir keinen permanenten Webserver mehr, sondern wir nutzen den Webservice AWS Lambda, das keine permanente Infrastruktur bereitstellt, sondern die Anwendung bleibt im Cache bei Amazon AWS und pro Request wird eine Instanz dort gestartet, um den Request zu behandeln. Das heißt, pro Request wird ein Container gestartet, der Code wird behandelt und dann wieder gestoppt. Der Code läuft basierend auf Events oder wird durch Events gestartet. Und das macht das alles sehr skalierbar, dadurch, dass wir einfach proportional zur Anzahl von Requests-Servers bauen können, verteilt über die Amazon-Infrastruktur. Es ist deutlich günstiger, weil man pro Millisekunde abgerechnet wird. Das heißt, wir landen bei 0,00002 Euro pro Millisekunden. Und man muss sich zum Beispiel um Sicherheitsupdates von dem Betriebssystem nicht kümmern, da man ja eben nur seinen eigenen Code laufen lässt. Und Amazon sich um das Betriebssystem darunter kümmert. Das heißt, in der Summe, wir brauchen keine Ops-Leute mehr und wir können uns auf den Code konzentrieren. Einige typische Anwendungsfälle, die es um Produktion gibt, für Webserver, wenn man zum Beispiel Zappa benutzt, um Django-Anwendungen laufen zu lassen, da könnte man das API-Gateway nutzen. Anderer Nutzungsfall ist asynchrone Datenverarbeitung. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Upload an Amazon S3 hat, dann würde das über Lambda in einen DynamoDB-Store gespeichert werden und dann könnte eben die Lambda-Funktion auf dem Bucket arbeiten und einen neuen Bucket erstellen mit dem modifizierten Daten. Chatbots sind ein anderer oft genutzter Anwendungsfall. Wenn man zum Beispiel ein SMS oder SES hat, könnte man die in einer Lambda-Funktion bearbeiten und dann daraus zum Beispiel wieder eine SES oder ein SNS erzeugen.
So you can kind of see that there. And the big one, ja, anderes großes Thema sind finanzielle oder medizinische oder wissenschaftliche Anwendungen, wo dann auch wieder Zustand in S3 gespeichert würde und dann durch Lambda-Funktionen verarbeitet wird und wieder in S3 gespeichert wird. So, das heißt, wir sehen, dass die Lambda-Funktion quasi die Queue von Daten, also die Liste an Daten verarbeiten. Es gibt noch zahlreiche weitere Beispiele dafür, aber das waren so die allgemeinsten. So, wenn man jetzt solche Anwendungen angreifen wollen würde, könnte man das vielleicht machen, aber es wäre von nicht besonders langer Dauer, weil der Container ja sofort wieder gelöscht wird, sobald die Funktion abgearbeitet ist. Was heißt das für uns als Hacker? Es ist schwerer anzugreifen, es ist schwerer, da persistente Angriffe zu installieren, weil eben der Service direkt wieder verschwindet oder der Container direkt wieder verschwindet. Ja. Es gibt auch keine Sysadmins oder Ähnliches, die irgendwelche Fehler machen könnten, die dann zu Privilege Escalation oder ähnlichen Dingen führen. Und außerdem ist das ganze Dateisystem schreibgeschützt, das heißt nur lesbar. Und das macht es besonders schwer, eine permanente Attacke zu installieren im Container. Außerdem haben wir kein Init-System im Container, das heißt, wir können dort auch keine Angriffe verstecken. Es ist auch schwieriger, Daten daraus zu extrahieren, zum Beispiel das Virtual Private Cloud Feature von Amazon, das verhindert, dass da ist kein Netzwerkzugriff. So einfach trauriges Face. Wenn Bezos die Tür klaut, öffnet er ein Fenster. So. Wir lernen ein bisschen Erkennung, Infiltration und wie man rausbekommt und ein bisschen aufräumen. Das erste, Aufklärung. Wie darum genau, was wir alles angreifen? Da sind zwei Angriffoberflächen. Die äußere Angriffsoberfläche. Das API Gateway. You see that it's a cloud. It's a serving dynamic content from CloudFront that might be an indication that you're serviert dynamischen Content aus der CloudFront. Dateihochladung ist ziemlich einfach. Wenn ihr auf den Header guckt, ist es S3, also ist es S3. Wenn ihr auf den E-Mail-Header guckt, dann seht ihr Amazon NCS. So, das ist ziemlich offensichtlich. So ist auch der innere Angriff-Oberfläche. Das können wir nicht direkt angreifen, aber wir können. Das bedeutet eine ganz lange Sache, das Queues rein, langlaufende Angriffe. In dem SQS Queuing System. Das heißt auch Datenbank-Ereignisse und Benutzer-Events. Es kann auch noch eine. Und das Log-System kann auch eine Quelle sein. Wie benutzen wir das Ganze zum Angreifen? Lambda-Funktionen ist einfach, was die Applikation ist. Es ist eine. Rube Goldberg Machines. Was wir call eine Rube Goldberg Maschine. You guys call these nonsense machines. Ich habe von den Übersetzern gelernt, dass ihr das Nonsense-Maschinen nennt.
Um herauszufinden, was funktioniert, benutzen wir einen Prozess, der heißt destruktive Mechanik. Und den Blitz in die, das bedeutet, den Blitz in den Motor zu spritzen und zu gucken, was passiert. Wir greifen die Eventquellen selbst an. Okay, das heißt, wir triggern quasi jede Eventquelle, die es so gibt, und gucken dann mal, was so dabei rauskommt. Was wäre zum Beispiel möglich? Deserialisierungsfehler, serverseitige Skripteinfügungen in der Datenquelle und so zum Beispiel ein einfaches Beispiel dazu. Wir hätten verwundbaren Code. Hier ist ein Listing davon. Es verbindet sich zu einem S3-Bucket und ruft irgendeinen Prozess auf dem Schlüssel in dem Bucket auf. So, was passiert jetzt aber, wenn wir ein Objekt erstellen? Mit dem gezeigten Curl-Kommando, das dann den Keyname zeigt. Hooray, we did it. Part 2, Exploitation. Ja, wie könnte man das dann ausbeuten oder nutzen? Das heißt, was ist eigentlich ein Lambda? Das heißt, was ist eigentlich was ist eigentlich wert, da zu extrahieren? So, das heißt, wenn wir da schauen, was wir so dort ausführen können, wenn wir da schauen, der Lambda-Händler selber braucht immer einen bestimmten Event-Kontext. Und wenn wir uns da so umschauen, sieht das alles etwas aus wie eine Red Hat 6 Installation. Interessanterweise hat sowohl Python 2.7 und 3.4, Node.js, Perl, Voodoo 3, GCC und Curl, also alles, was wir so gerne mögen. Wenn wir uns ein bisschen umschauen, sehen wir, dass es ein Betriebssystem namens Amazon Linux laufen lässt, was ist das Standardbetriebssystem für EC2 ist. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn es ein EC2-Server ist, können wir dann den Meta-Info-Server zugreifen. Für diejenigen, die das nicht kennen, aus den Docs von Amazon steht, Instance-Metadaten sind Metadaten, die laufende Instanzen betreffen. Das heißt, jeder, der diese Instance-Metadaten zugreifen kann, kann Informationen wie zum Beispiel Nutzer, Schlüssel und so weiter extrahieren über den laufenden Container. Was passiert, wenn man auf den Server zugreift? Das funktioniert nicht. Aber das ist sowieso gut zu merken, wenn man EC2 angreift. So, schauen wir uns mal die Environment-Variablen an. Was sehen wir da so alles drin? Wir sehen zum Beispiel AWS-Session-Tokens und Security-Tokens drin. Ja, das sieht schon mal ganz interessant aus alles. Wenn wir uns dann noch anschauen, was das Identity- und Access-Management-System von Amazon AWS anschauen, dann sehen wir, das System gibt pro Ressource und pro Operation einen Autorisierungsmechanismus. Und das macht unsere Mission hier etwas schwerer. Aber es hat auch einige Probleme. Und wenn man sich die Doku durchliest von Amazon, die ziemlich alt ist und sowieso etwas schlimm zu lesen ist, dann finden wir da nicht besonders viel. So. Wichtig ist hierbei, alles, was wir so Interessantes machen, hängt davon ab, dass unser Opfer ein schlecht konfiguriertes Amazon IAM-System hat, also dieses Authentifizierungssystem.
Und ansonsten ist das alles relativ sicher. Aber wir gehen jetzt halt davon aus, dass es schlecht konfiguriert ist. Das heißt, wir schauen uns jetzt eine Security Policy an, die das AAM Pass Role benutzt, die einen temporären Nutzer anlegt und dann die Zugangsdaten dieses Nutzers in den Lambda Funktionsumgebung injiziert. Das heißt, das hier ist die AWS Lambda VPC Access Execution Role, die direkt von Amazon selbst kommt. Wir sehen hier zum Beispiel Resource Sternchen. Das heißt, wir haben Zugriff auf alles, was dieser Account Zugriff hat, und das werden wir später nutzen, um in das Opfer anzugreifen. Wo lebt der Code? Wenn wir die Umgebungsvariablen überprüfen, dann sehen wir, der Schlüsselwert ist für Lambda Test Group. Wir werden einfach unsere Backdoor ketten, unsere Backdoor in. Das funktioniert nicht, weil es nur ein Lesen-System ist. Es überlebt nicht für andere Benutzer, um die Funktion zu aufzurufen, weil es nicht im Speicher ist. Und es lebt nur diesen kleinen HTTP-Request. Wie installiere ich diese tollen Hacking-Tools auf diesem System? Glücklicherweise ist der Temp-Platz auf der Festplatte für normale Dateien, die Lese- und Schreibberechtigung brauchen. Und Temp ist Schreib- und Lesebereich. Amazon beschreibt das als Ephemeral Disk Capacity. Actually, because this is how Lambda executions are not completely isolated. For performance reasons, they're actually cached in Amazon's memory. Für Performance-Gründe ist es caged in dem Arbeitsspeicher. Und weil Temp ist ein RAM-Disk und es ist caged. If we can store our tools across multiple executions. Und weil wir das nutzen, können wir das in. Wir müssen die Funktion in dem Speicher behalten, indem wir es häufiger aufrufen. Die Zeit ist 4 Minuten 30 Sekunden. Das ist das, was das NDA euch erzählt, fragt mich nicht. Sorry. What's cool is this actually can also was toll ist, long-running processes as well. Das basiert auch, greift auch für langlaufende Prozesse. Das ruft den Prozess auf und benutzt dann wieder. Jetzt können wir wieder, wenn wir den Linux x86-64 haben, wir können unsere Lieblingstools installieren und wir können sie auf die Lambda-Funktionen tun und sie aufrufen. Wir haben einige Schlüssel, einige Tools. Was können wir tun? Das Erste, was wir natürlich tun wollen, using the AWS CLI tool, we can call this code and we'll get back a policy. And if we're lucky, it'll be star 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 star. So, das heißt, wenn wir mit dem Amazon AWS Kommandozeilen Tool diese Permissions anzeigen lassen, können wir zum Beispiel neue Nutzer anlegen, Datenbanken löschen und so weiter. Ja, das ist quasi Game Over. Ja. So, irgendwie nicht so toll. So, ein kleiner Ausflug zwischendurch. Wenn ihr hier irgendwie den Jackpot findet, also irgendwo die ganze Zeit Sternchen überall seht bei allen Permissions und meint, ihr habt da was Großes gefunden, macht nichts Böses damit. Sendet nicht mal die ganzen E-Mails an irgendwen. Bug Bounties sind langweilig, Spionage ist langweilig. Nutz deine Fähigkeiten, um so Sachen aufzumachen für irgendwas Cooles. Ja. Sag's. So. Macht nichts. Das ist mir wirklich wichtig.
Ich glaube, wir verlieren hier etwas ästhetische Qualität in unserer Kultur hier, alles zugunsten von unseren Karrieren und so weiter. Und ich denke, dass der ästhetische Wert tatsächlich über die Zeit deutlich höheren Wert hat als temporäre Bug-Bounty-Erfolge und so weiter. Also, bleibt irgendwie auf dem Boden der Tatsachen. Auch wenn ihr Sternchen, Doppelpunkt, Sternchen findet. So, also, etwas wahrscheinlicher als Sternchen, Doppelpunkt, Sternchen, werdet ihr wahrscheinlich halbwegs strikte Zugangsberechtigung sehen, zum Beispiel eingeschränkte Berechtigungen, Dateien oder also S3-Objekte oder Datenbanken zuzugreifen. Aber auch das können wir für bösartige Zwecke benutzen. Das heißt zum Beispiel, wie können wir Daten da rausziehen? Exfiltration. So, wenn wir also, da wir in der Laufzeitumgebung von diesem Cloud-Provider arbeiten, können wir dessen ganze Dienste nutzen, um Daten daraus zu extrahieren, selbst wenn wir keine direkte Internetverbindung haben. Wir können zum Beispiel, wenn wir in dem Kontext der Offen eine E-Mail senden und so die Daten, die wir da gefunden haben, extrahieren. Wir könnten SMS schicken über SMS-Gateways, die von dem Cloud-Provider angeboten werden. Etwas schwieriger wäre es dann schon, wenn man jetzt nur S3-Objekte hat, könnte man den ganzen Anwendungsquellcode in eine ZIP-Datei packen und auf S3 hochladen und damit hätten wir den gesamten Quellcode des Unternehmens extrahiert. So, das heißt, hier seht ihr nochmal die allgemeine Architektur für eine Big Data-Anwendung, die Amazon Lambda benutzt. So, hier ein Zitat: Amazon VPC stellt zahlreiche Security-Features bereit. Der Vorteil davon ist, es ist sehr einfach, da Fehler zu machen, weil es eben relativ komplexe Security-Policies sind, die konfiguriert werden müssen. So, das heißt, wir nutzen Lambda, um quasi durch die Amazon Virtual Private Cloud Umgebung durchzukommen. Also ein Loch durch die Virtual Private Cloud zu finden. Okay, das heißt, ohne das VPC-Network überhaupt anzufassen, was können wir dann machen? Das heißt, wir laden die bösartige Datei hoch, die ich hier mit so einem Cyber-Totenkopf gezeigt habe. Erster Schritt ist dann, Canaries zu installieren. Das heißt, wir versuchen zuerst auf irgendeine Art und Weise diese Informationen rauszugeben, eben über diese Canaries, damit wir in irgendeiner Weise bidirektionale Kommunikation haben. Bisher haben wir ja nur Daten reingeschoben über das Gateway und jetzt müssen wir da irgendwie wieder einen Rückweg bekommen. And our described network interfaces create network interfaces permissions that we saw earlier that Amazon recommends, as well as simple S3 and SQS access for the necessary functions that we want for the application. Our target in this case is the database, which is unser Ziel in diesem Fall sind die Daten, die in der Datenbank gespeichert sind. Also, das heißt, wir haben ja normalerweise keinen direkten Zugriff aus der Lambda-Umgebung auf die Datenbank, weil die Datenbank ja in einem isolierten Private Cloud Kontext läuft. So, das heißt, wir können SQS und
Und eine Technik benutzen, um Celery zu infizieren. Pickle Celery. Aber ja, aber wir nutzen halt diesen Pickle Celery Fehler, um auf dem Datenbankcluster, das in dem Virtual Private Cloud Teil läuft, laufen zu lassen. Ja, so, das Problem ist jetzt, jetzt können wir nicht mehr kommunizieren, weil wir haben unseren Code in den Virtual Private Cloud Teil geschoben, aber der ist ja isoliert voneinander. Und jetzt kommt eben dieser Teil rein, dass wir dadurch, dass jemand uns jemand vergessen hat, die Permission Network Interfaces zu erstellen, ja, zu blocken, können wir eben in dem VPC ein Network Interface erstellen. Und wir können eben die Metadaten darüber auf dieses Netzwerkinterface schreiben und können diese Informationen zurück durch eben den vorigen Rückkanal, den wir uns aufgebaut haben mit den Canaries, extrahieren. And then put that in the tag set and then get it out that way, which is nice. Was das nett ist. Ähnlich ist der Compute-Cluster möglich, DNS-Einträge zu und es ist möglich, Queues und Einmal zu erzeugen. Seid kreativ. Da ist viel, was ihr ausprobieren könnt. Das ist eine einfache, überlappende Erlaubnis. Ist genug für Dateien, um Dateien rauszutragen. Ihr könnt Informationen in Länge der Queue verschlüsseln und das dann raustragen. Ihr könnt alles nutzen wie Netzwerkinterfaces. Das ist ziemlich cool. Was ist, wenn Sie den Bug fixieren? Persistence. Wie können wir das fixen ohne permanente Infrastruktur? Ein praktisches Lambda-Feature ist, was nützlich ist, dass sie euch Labels für diese Funktionen und speichern all die alten Funktionen mit Alias für euch. Was praktisch ist für Application-Maintainers, sie können ihre Dateien taggen und da ist ein Audit Trail. Und wir können das auch nutzen, um unsere Malware ständig zu machen. Wir können eine Backdoor-Version hochladen und wir können es dann da verstecken, falls wir Zugriff brauchen. Eine alternative Route ist, was bei Travis oder irgendwelchen CI-Systemen benutzt, ist Cloud Information. Benötigt, dass der Code permanent läuft auf der S3. Wir infizieren einfach den Code, der auf der S3 läuft, und das nächste Mal, wenn die CI die Applikation updated, benutzt den infizierten Code. Das ist nützlich, wenn wir Zugriff zu den Code-Buckets haben, zu den Code-Eimern, dann können wir das nutzen, um alle anderen Lambda-Funktionen in dem Haufen zu infizieren. Das Beste ist, den ganzen, das alles serverlos zu behandeln. Wir haben die Lambda Foo, die ausgelöst wird, wenn eine SQS ausgeführt wird. Das ist eine Funktion. Das ist eine Funktion, die alle zu Alias bis zurück zur ersten. Und wir sind es möglich, eine Funktion mit einer Hintertür zu basteln. Und dann können wir das im Alias bis zur ersten Funktion zurücksetzen, das unseren Hintertür-Code ausführt. Wann immer neuer Code ist updated durch den S3-Eimer,
Das wird auf jeden Fall die Ausführung von unserer Malware ausführen und dann mit unserer Hintertür infizieren. Und dann haben wir eine Funktion, eine Teil mit der Hintertür überall drin. Neuer Code uploadet unsere Version. Ich will hier schnell gehen, weil es Aufräumen ist. Vorsichtig, wenn man hier heimlich sein muss. Die haben einige IDs. We're going to trigger the CloudWatch alarms. So can you hop off the log group that's also available in the Dann gibt es noch die Loggroups, wenn die in den Umgebungsvariablen verfügbar sind. Wir können nur hoffen, dass sie auf die Logs gucken, das ist nicht gut. Eine bessere Technik ist, nichts am Anfang zu loggen, von Anfang an. Diese Funktionen haben nur eine sehr kleine Speichergröße. Wenn wir den Speicher überschreiben von der Funktion, dann ist da nicht genug Speicher, um das Logging durchzuführen. Und wir packen unseren Canary Code in. Und dann zählt das nicht als Invocation Error und. Shout out to Diddy, he told me that trick, my friend. So, one caveat of this, one pattern is to. Eine Sache, die man dabei bedenken sollte. Dann könnte es eventuell, es könnte tatsächlich doch dazu kommen, dass ein Log-Eintrag erstellt wird, wenn das zu schnell passiert. Ja. Teil 6, Synthese. Frohe Weihnachten alle, ich bin Santa Claus und gebe euch ein Geschenk. Ich gebe euch ein AWS Lambda Infektionstoolkit, das heißt Mackenzie, und ihr könnt quasi die ganzen Tricks, über die wir heute gesprochen haben, nochmal selber ausprobieren. Ja, das Ganze findet sich auf GitHub unter der URL, die eben gezeigt wurde. Zusammenfassend sehen wir, dass serverlose Architekturen neue Hindernisse zeigen, und wir haben aber trotzdem Wege gefunden, um diese Hindernisse zu umgehen, wenn wir den Code, wenn wir diese Dienste exploiten wollen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und jetzt geht's weiter mit Fragen. Perfekt. Thanks a lot, Rich. Unfortunately, we don't have any time left for Q&A, but are you going to be around for questions? Perfect. Yeah, so if you're wir haben you doch keine Zeit für Fragen. Ihr könnt nach vorne kommen, wenn ihr noch weitere Fragen habt.